Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie vorhin angekündigt, beraten wir jetzt über den vorliegenden Gesetzentwurf zum Thema Share Deals. Wir arbeiten hiermit, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, eine weitere Vereinbarung des Koalitionsvertrages ab. Und für alle, die mit der Materie vielleicht nicht ganz so vertraut sind, was sind denn eigentlich Share Deals? Share Deals, die gibt es besonders bei hochpreisigen Immobilientransaktionen. Investoren kaufen dabei nicht die Immobilie und das Grundstück selbst, sondern die Anteilsmehrheit an einem Unternehmen. Und solange dieser Anteil weniger als 95% beträgt, wird für diese Transaktion keine Grunderwerbssteuer fällig. Oft wird das jeweilige Unternehmen sogar eigens für diese Transaktion gegründet. Um es kurz zu machen, einige große Unternehmen nutzen Gestaltungsspielräume aus, um zulasten unseres Gemeinwesens Steuern zu sparen. Und dieses Verhalten stört zu Recht das Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürgerinnen und Bürger, die ja beim Kauf ihres Familieneigenheims ganz selbstverständlich Grunderwerbssteuer zahlen. Und das auch nicht zu knapp. Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbssteuergesetzes, der im Wesentlichen Vorschläge der Finanzminister der Länder beinhaltet, werden die missbräuchlichen Steuergestaltungen in der Grunderwerbssteuer durch verschiedene Einzelmaßnahmen eingedämmt. Zentral ist dabei die Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95% auf 90%. Zusätzlich wird die Frist, während der die Beteiligungen gehalten werden müssen, von 5 auf 10 Jahre verlängert. Missbräuchliche Gestaltungen werden dadurch nicht nur erschwert, sondern sie werden vor allem für Leute, die sie wirklich nur nutzen, um Steuern zu sparen, deutlich unattraktiver. Es ist zukünftig auch nicht mehr möglich, durch sukzessive Gesellschafterwechsel über 5 Jahre der Grunderwerbssteuer zu entgehen. Die Frist wollen wir auch hier auf 10 Jahre erweitern und den Tatbestand auf Kapitalgesellschaften ausdehnen. Eine Umgehung mittels Kapitalgesellschaften wird dann deutlich erschwert. Flankiert werden diese Hauptelemente des Gesetzentwurfs von weiteren Einzelmaßnahmen. Unter anderem wird die Begrenzung des Verspätungszuschlages beseitigt. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Verspätungszuschlag auch bei hochpreisigen Immobilientransaktionen seinen eigentlichen Zweck erreicht, nämlich den Steuerpflichtigen zur rechtzeitigen Anzeige eines Grundstückserwerbs zu bewegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Share Deals ist eine emotional aufgeladene Debatte, und wir wissen, dass es eine sehr diffizile Diskussion ist, weil auch der Grundgedanke hinter den Share Deals war ja nicht ursprünglich, ein Steuersparmodell zu schaffen, sondern es Unternehmen zu ermöglichen, gerade wenn sie Verantwortung übernehmen, nicht noch zusätzlich durch Grunderwerbssteuer belastet zu werden. Und wir wissen, dass das Thema Steuergestaltung ein Hase-und-Igel-Spiel ist, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir hier wirklich auch Schritt halten. Deswegen werden wir auch in den Beratungen sehr genau gucken, ob das wirklich mit dem Gesetzentwurf erreicht wird, was wir auch wollen. Weil der klare Wille der Bundesregierung ist es, dass wir dem Missbrauch der Gestaltungsmöglichkeiten durch Share Deals einen Riegel vorschieben. Und da setzen wir auch auf die gute und erprobte Zusammenarbeit mit den Parlamentariern und Parlamentariern dieses Hauses. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der nächste Redner, der Kollege Udo Hemmelgarn, AfD-Fraktion.